Vom Insignia wird es als ersten Opel seit 2012 eine sportliche Variante mit dem bekannten Kürzel GSI, steht für Grand Sport Injection, geben. Opel stellt die flotte Limousine im September 2017 auf der IAA vor, im Anschluss ist sie bestellbar. Der Corsa D war vor 5 Jahren zuletzt mit GSI-Logo vom Band gelaufen. Opel zufolge soll der Insignia GSI auf der Nürburgring-Nordschleife schneller sein als die leistungsstärkere OPC-Variante seines Vorgängers. Ein Grund sieht der Hersteller im niedrigeren Gewicht. Der GSI wiegt mindestens 160 Kilogramm weniger. Das Sportfahrwerk legt den Insignia 1 Zentimeter tiefer und soll zusammen mit 20 Zoll Rädern und Sportreifen für Bodenhaftung sorgen. Allradantrieb ist in der Sportlimousine Serie und sorgt laut Opel dafür, dass sie nur selten untersteuert. Der 2-Liter Turbobenziner leistet im GSI 260 PS und schafft maximal 400 Newtonmeter Drehmoment. Das 8-Stufen-Automatikgetriebe lässt sich auch manuell über Lenkrad-Pedal schalten. Die Preise dürften bei rund 45.000 Euro starten.